Alter, ohne Scheiß, Mann! Hey, Alter! Hast du ein Problem? Geh weiter! Alter, ja, Freunde, United ist endlich wieder zurück in FIFA 19 nach dem United World Cup in FIFA 18, der ja sehr, sehr gut bei euch angekommen ist. Gibt es, wie zu erwarten, natürlich eine neue Aufnahme und wie der Name und die Kappe meines Vertrauens schon sagt, geht es diesmal um Ikonen. Es gibt ja viele neue. Jeder Teilnehmer hat sich eine Ikone gesnackt. Und wir fangen mal ganz vorne an. Der Keller mit dem Grabscher Figo. Nice. Hallo again, meine Freunde. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Keller, erstes United Icon-Röntchen. Ja, meine Freunde, ich habe es ja im Stream bereits gesagt gehabt, dass eventuell die Möglichkeit besteht, dass wir United komplett ohne Cappy spielen. So habe ich mir das Ganze nicht vorgestellt. So ist das halt, wenn du mit dem Figo spielen möchtest in United, was unsere Icon ist, Freunde. Figo alias der Grabscher, der auch eher immer so ein bisschen busy-mäßig unterwegs ist. Deswegen haben wir uns heute so ein bisschen angepasst. Die Frisur kommt ungefähr hin, ja. Ich meine, der hat immer auch mal die Haare nach hinten gehabt. Find mal so eine Frisur. Ja, da ist immer so eine schwierige Kiste. Wir haben hier Loyalität bewiesen, gezeigt. Ja. Ich würde mich hier sehr über einen Daumen nach oben freuen, Ladies. Das ist dieses Jahr wieder enorm wichtig, damit wir vielleicht das Upgrade bekommen am Ende der Teambuilding-Folgen. Dann können wir vielleicht nochmal eine Karte upgraden oder uns eine bessere Variation von einer Karte X besorgen, wenn wir das Like-Viewer-Verhältnis am besten haben. Gas geben hier. Für einen Grabscher. Er hat Bock. Die Regeln, Freunde, sollten bekannt sein mittlerweile. Ja, wer es ausführlich haben möchte, checkt das Video sehr, sehr gerne von Broski ab zum Start. Ansonsten wird dieses hier nur unnötig lang. Ihr könnt da einfach Pause machen, dann seht ihr die Regeln, Freunde. Preisgeld wird dieses Jahr angehoben. Das ist für uns komplett uninteressant, sage ich euch, wie es ist. Wenn wir bei dem Teilnehmerfeld unter den besten drei kommen, da fresse ich aber weiß ich nicht was. Die sind natürlich alle unten verlinkt in der Videobeschreibung, könnt ihr sehr, sehr gerne abchecken. Verliere nicht viel Zeit und ich zeige euch unser Star-Ensemble zum Start. Das ist unser Starter-Squad hier, ja. Dobby ist mit dabei, Freunde, ich habe es irgendwie geschissen gekriegt. Luis Figo natürlich unser Starspieler hier an der Stelle, den Rest kann ich euch nicht sagen, wer das ist. Den kennt man noch hier, den Chad Harry, den habe ich nur genommen wegen Afro-Bonus und Kolocicak. Den man ja auch noch kennt aus, ich weiß gar nicht, der war bei Gladbach, dann bei Sevilla und jetzt bei Saint-Étienne oder irgendwie sowas. Ja, Angaben ohne Gewehr hier. Will auch keine Rolle, der soll den Laden dicht halten da hinten. Ja, zumindest zum Start. Wie gesagt, zerschmettert den Like-Button, damit wir hier irgendwie ein Update bekommen für irgendeine Karte am Ende. Eieiei, gehen wir rein in die zwei Partien, die wir machen müssen.
Bevor ich es vergesse, Freunde, natürlich die Stat-Proof-Methode. Das wäre natürlich jetzt der Obergau gewesen. Luis Figo, wir haben ihn für 1,5 Millionen gekauft gehabt. Damals bereits 179 Spiele gemacht, 115 Mal hat er getroffen, 97 Vorlagen. Geht absolut in Ordnung für einen Flügelspieler, Freunde. Ich hoffe, dass er sein Punktekonto ausbauen kann. Nach den beiden Aufnahmen 181 Spiele. Darf er maximal auf dem Konto haben, ansonsten lief hier was nicht ganz koscher, Freunde. Verlieren wir nicht viel Zeit, suchen unsere zwei Gegner, das kann wieder dauern. Wir kennen es zum Start. Ja, mir juckt der Schädel. Und das nur liegen kann. Und wir haben unseren ersten Gegner ziemlich zügig gefunden. Empor Bochum. Wird interessant. Gehen wir rein ins erste Spiel. Das Lustige ist, wir haben ein Mittelfeld, was überhaupt nicht schießen kann. Ja? Also das kann sehr lustig werden, glaube ich. Wie kann man den denn nicht machen? Der hat auch Thiago eingewechselt. Was ist er denn für einer? Da gibt's ja bald gar nicht mehr. 1-0! Dobby Dobinski mit dem ersten Treffer in United, Freunde. Wie soll es anders sein? Schöne Flanke vom Figo hier, vom Grabscha. Das sah doch nicht schlecht aus, aber wir können richtig Probleme... Ui, richtig shit, du. Wir können richtig Probleme kriegen. Die sind ja so langsam alle im Mittelfeld, um Himmels Willen. Ach, come on! Was? Das ist sowas Lächerliches. Das ist doch kein Elfmeter. Den haben wir, Digga! Weil es kein Elfmeter war, Spiel! Verarschen anderen! Ja, hast rein rausgespielt! Mando! Dobby Vorlage 2-0 und wir gehen grapschen! Bam! Die Kombi, auf die beiden müssen wir uns da vorne verlassen. Hier ist einer schlechter nach dem anderen. Hier ist einer schlechter nach dem anderen in der Verteidigung. Ey, haut doch den Ball raus. Jetzt bringt er auch noch Aubameyang, Alter. Hau mich doch ab. Das gibt's doch überhaupt nicht. Wieso hauen die den Ball nicht raus hinten? Und damit Spiel vorbei, Freunde. Der Gegner wusste safe, wer wir sind. Der Torwart bei uns ist on point. Wir haben nur 50 Kader, ist nicht so viel. Ja? Halten wir uns nicht lange auf, gehen wir ins zweite Spiel. Auf jeden Fall Ehrenmann, dass er Thiago gespielt hat. Muss man auch mal sagen. Wir haben unseren zweiten Gegner gefunden. TSV Bagdad. Bundesliga-Team. Wir haben kein Glück, Alter. Das gibt's überhaupt nicht. Ich glaube, die anderen haben da schon wieder Bronze- und Silberteams noch gekriegt. Wir haben einfach kein Glück hier, ne? Mann, 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 doch. Gehen wir grapschen. Grapschi, grapsch, 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 grapsch. Zweites Tor Figo. Ich tue mich so schwer mit der Truppe, ja. Bitte geh raus, bitte geh raus. Bitte, bitte. Es wäre schön. Nö. Jetzt geht er raus. Zu spät. Dreierpack Figo. Sensationell. Sensationell. El Grapcho Pino. Geh raus. Nö. Dobby Dobinski. Die beiden laufen wirklich richtig gut zusammen, ne? Für die Verhältnisse. Thiago Figo. Gutes Du. Ich meine, Thiago kann eh mit jedem spielen. Aber der andere da vorne, du, um Gottes Willen. Chad Harry, guter Mann. Muss mal ein bisschen reinbomben da. Der gefällt mir an dritter Stelle am besten, der Chad Harry. Der macht einen guten Part da. Souveräner Auftritt, Freunde. 4-0, 3 Tore Figo, 1 Tor Thiago, aka Dobby Dobinski. Sensationell. Hätte ich am Ende nicht mehr mit gerechnet. Müssen wir, glaube ich, bei 230.000 sein, so um den Dreh, nach dem ersten Spiel. Man merkt in der zweiten Hälfte, das Team ist komplett... Also Fitness und weiß ich nicht was, da geht nicht so viel. Ja, Chad Harry, ebenfalls guter Mann. Und der hat eine Vorlage gemacht, der Arroyo da. Wo war ich denn da? Ich meine, wir haben 230.000, Freunde.
Ich bin mir nicht sicher, ich rechne jetzt nochmal durch, dann suche ich 5 Spieler aus und dann schauen wir mal. Gute erste Folge, hätte ich nicht mitgerechnet, bin ich ehrlich. Ja, hier, Freunde, bevor wir hier, zack, 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 181 Spiele, konnte sein Punktekonto gut verbessern, also, ne? 4 Hütten in 2 Spiele geht schlechter und ich lasse den auf außen. Ich stelle den nicht in die Mitte, Freunde, ich lasse den auf außen. Ich spiele so runter, ja? Weil sonst spielst du zu viel auf den, dann machst du vielleicht ein Tor mit dem mehr, fängst du aber auch 2 mehr oder schießt vielleicht in der Summe weniger Tore. Deswegen lassen wir das so und dafür läuft er gut. Frisur sitzt, sag ich mal. Und damit kommen wir zur ersten Auswahl für United Icon, Freunde. Wir haben uns 230.000 Münzen erspielt. Ja, ich bin damit echt zufrieden. Ich hätte nicht gedacht, dass wir gerade zum Start verhältnismäßig gut klarkommen. Ja, gerade das zweite Spiel war ja wirklich souverän. Im ersten haben wir ein bisschen Luck gehabt, aber das gehört nun mal dazu. Nichtsdestotrotz, Freunde, ich habe jetzt lange überlegt, wie wir es machen, wo wir die Münzen am besten einsetzen, was wir zuerst upgraden. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, unser linker Stürmer, den wir da im Team haben, da kriege ich, oh, Stuhlgang in flüssiger Form. Also, deswegen werden wir die Position safe ändern und dazu einen Mittelfeldspieler oder den ersten Mittelfeldspieler vielmehr werden wir stellen. Ihr müsst euch entscheiden, ob ihr den linken Stürmer wählt in dem Fall oder den Mittelfeldspieler. Alle Konstellationen funktionieren hier nicht, das muss jedem klar sein, Freunde. Aber ich will gar nicht mehr viel lange labern. Wir kommen zur ersten Auswahl in 3, 2, 1, Abfahrt! Als erstes habe ich den guten William, Freunde, der ja gerade im neuen Team der Woche drin ist, hat einen Positioning Change bekommen, der für uns sehr, sehr interessant ist, da wir auf der rechten Seite bereits mit Figo sehr, sehr gut verseucht sind. Sehr, sehr nice Sets, mir hat die normale Karte schon extrem gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie auf der linken Seite ist, das wird sich zeigen. Alternativ dazu haben wir Philippe Anderson, der ebenfalls eine extrem starke Karte hat aus meiner Sicht. Den habe ich allerdings noch nicht gespielt. Hier ist die Once-to-Watch-Version. Sollte er einen weiteren Info bekommen, wird diese Karte automatisch mitsteigen. Ob man darauf immer spekulieren kann, wage ich mal zu bezweifeln. Aber aus meiner Sicht wirklich 2 ebenwürdige Karten. Mittelfeldtechnisch, Freunde, stelle ich 2 Liverpool-Spieler, unter anderem Wijnaldum, Freunde, mit dem ich jedes Jahr aufs Neue immer zufrieden bin. Absolut geile Allround-Stats, Freunde. Offensiv sowie defensiv. Das ist einfach ein Arbeitstier. Der soll einfach nur laufen, Räume zumachen. Das gleiche gilt für Oxlade-Chamberlain, der vorne ein bisschen mehr, ja, ich sag mal, der eher so den offensiveren Part hat, im Gegensatz zu Wijnaldum aus meiner Sicht. Hier wäre die Champions League-Karte, Freunde. Alles Stats plus 1 in dem Falle oder irgendwie sowas, wie das da geregelt worden ist. Ich weiß das gar nicht. Es ist die Champions League-Karte, ihr seht's. Last but not least, den guten Fernandinho, Freunde. Zu dem brauche ich nichts sagen. Ja, war jedes Jahr ein starker Dude. Dieses Jahr hat er ein leichtes Pace-Downgrade bekommen. Aber Pace ist dieses Jahr gerade im Mittelfeld nicht so wichtig, Freunde. Ja, das sollten wir mittlerweile alle mitbekommen haben. Das ist meine erste Auswahl, Freunde. Ich hoffe, ihr seid zufrieden. Ich hoffe, wir können weiter an die Leistung anknüpfen, die wir diese Folge gezeigt haben. Wie gesagt, Abstimmung oben im, ja, in dem Infocard-Dingen da, ja, in dem Gebimsel. Einfach oben anklicken oder die Kommentare vollballern, Ladies. Und dann bin ich mal gespannt. Entscheidet ihr euch für den Stürmer oder für den Mittelfeldspieler? Damit sind wir am Ende angekommen, Freunde. Wie gesagt, trefft eine weise Entscheidung. Alles über die Infocard könnt ihr jetzt abstimmen, Freunde. Ja. Mich hier selber einen Daumen nach oben, Freunde. Lasst krachen. Lasst knacken, Jungs. Dann packen wir das. Dann packen wir das und wir holen uns dieses Jahr den Upgrade-Punkt. Wäre sensationell. Ja? Figo hat sein Bestes heute gegeben. Ich auch mit der... Ich war beim Friseur, Freunde. Das reicht ja wohl, oder? Könnt zufrieden sein mit unseren ersten beiden Spielen. Also ich bin das auf jeden Fall. Mal sehen, wo die Reise hingeht. Ja? Und was unsere ersten beiden Spielerpaare sind. Viel, viel mehr. Den ihr auswählt und den ich danach auswähle. Bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wie gesagt, checkt sehr, sehr gerne alle Teilnehmer unten in der Videobeschreibung ab. Ich bin raus, macht's gut. Abstimmen nicht vergessen, Bewertung nicht vergessen, Kommentare nicht vergessen. Könnt auch Kommentare vollballern. Dann bin ich raus. Macht's gut. Wünsche euch eine Menge Packluck. Maul.